Grüezi, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Xenoblade Chronicles. Ja, Leute, im letzten Part haben wir, wir haben jetzt quasi Meli in der Gruppe, genau. Nein, wir haben Fiora jetzt wieder in der Gruppe. Und, sind allerdings durch die letzten Aktionen, durch den letzten Part von dieser Gruppe getrennt worden. Und wir versuchen jetzt, unsere Gruppe wieder einzusammeln. In den letzten Parts haben wir Schalk und Fiora gesehen, wie sie sich endlich mal geküsst haben. Auch wenn es eher ein indirekter war. Ein Wasserkuss sozusagen. Dann haben wir kurz Rain und Carla gespielt. Wie sie dann Schalk und Fiora wieder gefunden haben. Und jetzt spielen wir die anderen drei, die auf dem Weg sind, ebenfalls ihre Freunde wiederzufinden. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen offline die ganzen Fähigkeiten von den Leuten umgestellt. Wow. Und bevor wir... Coole Mucke. Bevor ich offline die Karte erkunden gehe, werden wir erst noch die Plot vorantreiben. Mal schauen, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Meria! Shulk! Minna! Omaetachi, buji datta ka? Eh. Sore ni... Fiorun mo. Oni-chan... Fiorun! うん。心配かけてごめんね。いいんだ。生きていてくれただけで。お兄ちゃん。あれがお前の幼馴染か。うん。よかったな。 無事に会えてありがとう。みんななんでこんな村に、いや、そもそもこの村は助けてもらったんだ。ここの人たちにね。驚くのも無理ないわね。私たちはマシーナ。 Kishinkai-de-Kras-Ningen-des. Wow. Um es mal die Meeresworten zu sagen. Wow. Maschina. Sorette. Kikitai-koto-wa-taksan-aru. Sonna-yos-ne. Demo, mazu-wa, watashi-tachi-no-machi-o-mite-mawattara, kitto-ironna-koto-ga-wakaru-to-omou-wa. Hanashi-wa-sono-ato. Watashi-wa-ano-tatemono, ジャンクスの前で待ってるから。 Wow. Also behaupte ich jetzt einfach mal, wir kriegen noch ein Volk der Maschine. Verborgenes Dorf der Maschine. Wow. Okay. So, okay. Wir öffnen mal das Menü, denn wir wollen wieder unsere richtige Truppe zusammenstellen. Okay, so. Aber wir werden diesmal ein bisschen was anderes nehmen. Wir werden logischerweise Fiora in die Gruppe nehmen. Nein, wir lassen mal Fiora weg jetzt. Oder nein, wir lassen... Wir nehmen jetzt... Ja, ich werde mal mit den zwei Mädels kämpfen. Mal ein bisschen erkunden. Einfach so, weil ich gerade Bock dazu habe. Handlungsmission. Du hast alle deine Freunde gefunden. Es geht ihnen gut. Okay. Ja. Gucken wir doch mal. Hier sind mehrere... Harmoniegespräche irgendwo.
Ah, oh, neues Talent. Gucken wir doch gleich mal. Fiora, neues Talent. Da. Frohsinn. Ah ja klar, die braucht ja noch nicht viele, genau. 1000 nur. Schneller Schlag, Kampftalent. Geringe Chance auf Hass bei Kampfbeginn. Oh. Okay. Na gut, dann. Wo sind denn die ganzen Harmoniegespräche? Ah, da. Fiora und Carla. Und irgendwo muss doch hier noch eins sein. Wir sind doch zwei. Wo ist denn das andere? Bin ich Blade? Wo soll denn das andere sein? Dorfbewohner. Oh Gott, X Körper funktioniert nicht richtig. Er wurde zwar vor mir geboren, aber wächst viel langsamer. Okay. Wo zum fucking hell ist denn das andere Harmoniegespräch? Willst du mich veralbern? Hier ist das eine. Ah, vielleicht da drin? Wow, wow, was passiert jetzt? Okay. Wie komme ich hier wieder raus? Ah, okay. Wie komme ich hier wieder raus? Okay. So. Ja, geil. Na gut, okay. Aber ich denke mal, jetzt wird wahrscheinlich die Schnellreisefunktion wieder funktionieren. Ja, genau. So, Junks. Okay, ja, dann machen wir erstmal Lina da. Oh, ihr seid zurück. Habt ihr euch im Dorf umgesehen? Nö. Nun, dann will ich eure Fragen beantworten, oder seid ihr noch nicht fertig? Weiter im Dorf umsehen. Wir sehen uns erstmal hier wirklich ein bisschen um. Okay. Oh, es wird Nacht. Ah, wir wechseln mal schnell die Uhrzeit. Okay. So, okay. Na gut, ich würde mal einfach mal behaupten, wir gucken uns jetzt, ich mache die Folge voll. Guck mit euch ein bisschen euch das Dorf an. Oder beziehungsweise nein. Wir treiben den Plot voran. Und ich werde das Dorf dann offline machen, ebenso die Weltkarte. Und ich erkunde euch das Dorf mit euch dann, wenn es im Plot weitergeht. Ja. Oh, ihr seid zurück. Habt ihr euch im Dorf umgesehen? Nein, noch nicht, aber ist mir auch egal gerade. Oder seid ihr noch nicht fertig? Mit Lina darin. Okay. So. Ja, ja, meine Batterie ist fast, ich weiß. あなた方が鬼神兵と呼ぶ兵器は私たちの文明が作り出したものであることは事実です。ですが、私たちのこの体は鬼神から生まれたもの。あなた方の尺度で言うなら同じ機械ということになるわね。鬼神から生まれた機械生命みたいなものか。私たちから見れば、あなた方は巨神から生まれた有機生命体となるのだけどね。巨神から生まれた生命と 鬼神から生まれた生命か。鬼神界にも僕らと同じような人たちがいたなんて。なぜあんたたちは巨神界を蹂躙する？我々が何をしたというのか。気持ちはわかるけど、話は最後まで聞くものよ、ホムスのご人よ。お兄ちゃん、少し話を聞いてあげて。しかしな、この人たちは悪い人じゃないわ。 フィオルン？具合が悪そうね。ええ、彼女この体になってから調子があまり良くないんです。でも正直どうしていいかわからなくて。この体ってまさか、そういうことはもっと早く言うものよ。大丈夫です。私、黙って、私はここで医者をやっているの。 安心なさい。あなたの体については専門家よ。やっぱりフェイスのユニットとして改造されたのね。これはあちこち機能不全を起こしてるわね。Okay.
Dachte ich mir schon, ihr Körper ist beschädigt. この女は私のラボで預かります。話の続きは佐藤さから。このジャンクスの中であなた方を待っています。俺たちを。シルク。フィオラン。私もついてくわ。心配しないで。 Okay, also ich habe es mir schon fast gedacht. Fioras Körper funktioniert nicht richtig. Okay, dann wollen wir mal mit dem Dorfältesten ein bisschen quatschen. Mal schauen, was der uns Tolles sagt jetzt hier über diese Welt. Wow. その驚く顔を見るのが趣味でな。我々を待っていたと聞いたが、その通り、お待ち申していた。ある願いを叶えてもらうために。ある願い？その前に一つ、その少年の持っている剣、それはモナドかな？ はい。ならば体験の要塞が崩落したのも、お主たちが。ああ、あのエギルって野郎にとどめを刺せなかったのが心残りだがな。エギル？知っているのか？奴は自身を鬼神界名手と言っていたが。お主たちの戦ったエギルは、我々の腹から。 わしの息子なのだ。何？そしてお主たちへの願いはそのエギルに関すること。エギルを葬ってほしいのだ。オーケー。 Das habe ich jetzt nicht erwartet. Spielfortschritt speichern, ja bitte. Ist das schon wieder Kapitelende? Oder was passiert jetzt? Tatsächlich, schon wieder ein Kapitel vorbei. Okay. Das war aber ein kurzes Kapitel. Oh, Alchemoth. Alle Völker vereint, die es auf Bionis gibt, soweit. Homs, narabini Nopon no Hidōsha no minasan. Kotabi no shōsei ni ōjite itadaki, kansha itashimasu. Watashi ga Kalian Ancient, High Enter zoku no Sessho desu. Aisatsu mo nōgaki mo iran. Ima made anzen na basho de takami no kenbutsu o kimekonde kita High Enter ga いきなりわしらを呼びつけるとはどういう了見だ。お送りした書状にも書いた通り、巨神界連合軍を結成して鬼神界と対決しようというのが我々の意思です。はあ、たった一度膝元に攻め込まれたぐらいで慌てふためきおって。否定はできません。そのことがきっかけとなり体制が変わったことは事実ですから。 会見の警告での決戦時は我らの呼びかけを無視していたくせに何を今更。お怒りはごもっとも、身勝手と取られても弁解はできません。ですが聞いていただきたいのです。何故我らがこのように態度を改めたのか。始めるがいい。最後まで聞いてやるか。約束はできんがな。 我々ハイエンターはこれまで思い違いをしておりました。たとえ鬼神兵に攻め込まれたとて、己が力のみでこれを打ち倒し、コートの平和を守っていけると。その傲慢を正してくれたのはある若者たちの一団でした。彼らはこのエルト界が鬼神兵の軍団に襲われた時、
勇敢に戦ってくれました。そして驚くべきことに彼らは異種族同士の寄り合いであったのです。ホームス、ノッポン、ハイエンター、種族が異なっていても彼らは仲間同士として信頼し合っていました。私は巨神界に生きる民の一人として彼らのようになりたい、ならねばならないと強く思ったのです。ああ、そいつらの強さはモナドあったればこそだ。ふにゃふにゃした精神論だけで勝ち抜いてきたわけじゃない。では我らと組むことはできませんか。いや、そうは言っとらん。精神論だけで勝ってきたわけではないだろうが、それなしでは負けていただろうな。いいだろう。奴らに免じてあんたを信じてみるとしよう。ノポンもやりますよ。もうホムホムも鳥の人も友達ですから、もう一緒に戦いますよ。もうディクソン殿、退出されるのですか。ああ、ちょっくらケツがむずがゆくなってきた。それが貴殿のご返答ですか。そう早まるなよ王子様。うちのコロニーの戦力はオダマのじいさんに預ける。好きに使ってやってくれ。俺は行かなきゃなんねえところがあるんでね。では貴殿はいずこへ。正面から攻め込むだけが戦じゃないってことだよ。あんたもそうだが、シルクの小僧もそろそろそのあたりを覚えねえとな。では彼らの行方が。ああ、だから心当たりがあるって言ったろ。ディクソン殿。ああ、シルク殿に出会えたら。シルクに。ええ、伝えていただきたい言葉があるのです。Ich finde Kilian ja immer noch mega cool.